Michael Huber erinnere, dann ist er mit 13 abgehauen und dort direkt hin, um sich das wirklich live anzugucken. Und er stand, wie ich gehört habe, 20 Meter von Michael weg. Es ist wirklich sein großer Traum gewesen. Und wir hoffen, wir konnten ihn unterstützen. Und ganz ehrlich, ihr alle seid großer Teil heute, dass ihm ein kleines bisschen sein Traum erfüllt würde. Hier, Ladies and Gentlemen, einen riesengroßen Applaus für euch. Lukas! Die du mit all diesen besonders erfolgreichen Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, da waren Hollywood-Stars dabei, Sänger dabei etc., gemeinsam hast. Und das ist einmal die Vorstellungskraft. Das ist ja eigentlich nur ein leerer Raum, der gefüllt werden muss mit irgendeiner Idee. Und dann mit Arbeit, mit ganz vielen Bestandteilen, die dazu führen, dass das irgendwie ein wunderbarer Abend wird. Und das hier war ja heute dein Warm-up, wenn man so will, für die ganz große Stadiongeschichte. Und es braucht natürlich sehr, sehr viel Mut, weil mit so etwas kann man ja auch scheitern. Jetzt hast du natürlich einen riesengroßen Vorteil, dass du sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr eisern daran gearbeitet hast und heute ein extrem erfolgreicher Abend gewesen ist. Und eine Sache, die ist mir die ganze Zeit im Kopf geblieben, in unserer ersten Ausgabe vom Erfolg-Magazin haben wir 2016 einen Artikel darüber gehabt, ein Bekannter von mir war früher Flugbegleiter, und der durfte auf einem First Class International, also Interkontinentalflug, Michael Jackson betreuen. Und er durfte ihm eine Frage stellen, hat der Manager gesagt, weil er wollte ihm unbedingt eine Frage stellen. Und er hat gesagt, Mr. Jackson, wenn ich nur eine Frage stellen darf, wie sind Sie so erfolgreich geworden? Und da hat Michael Jackson nur drei Worte gesagt, I love music. Und ich glaube, das habe ich bei dir über die Jahre auch gesehen, dass du nicht nur die Musik liebst, sondern auch den Künstler und die Geschichte dahinter. Und ich glaube, das haben wir heute Abend auch gemerkt, dass du da nicht nur ein Techniker bist, sondern hier mit Herzblut dabei bist. Herzlichen Glückwunsch. Also ich finde, wir können ihn ja jetzt so nicht gehen lassen, oder? Also, er muss ja nochmal, ne? Also es ist so, ich bin wirklich total froh, und die Mädels wissen das, total froh, dass ich diese Nummer jetzt nicht machen muss. Aber dafür habe ich dich ja heute. So, jetzt brauchen wir noch, was brauchen wir? Brauchen wir was für dich, einen Koffer? Kommt ja schon. Ein Köfferchen. Oh, da oder so. Bitteschön. Jetzt kommt erstmal eine schwarze Jacke. Ihr könnt ja langsam anfangen, so. Was da kommt. So, ein riesengroßer Applaus für euch. Lukas, Billie Jean!